So, verschieben wir mal hier ein bisschen. Aha. So, hier liegt doch was Schönes. Ein Halbleiter-Rubin. So will ich das sehen, Leute. So will ich das sehen. Und nicht anders. Nein. Nein, Sir. So, wenn ich das richtig sehe, müssen wir jetzt so machen, um das dann hier rüber... Ja, komm, zieh. Um das hier rüber zu schieben, damit wir hier rankommen. So, damit wir hier Platz machen können, um dann hier Platz zu machen. Ist das nicht wunderbar, wenn das alles so gut klappt? Noch mehr Plasma-Energie. Na Mensch, das ist ja ein Eldorado hier. Der Garten Eden der Plasma-Energie-Liebhaber. Dann wechseln wir doch auch mal auf den kleinen Cutter. So, hier ist noch zu. Gut. Ich muss sagen, die Raumgestaltung ist ein bisschen unübersichtlich und ungünstig mit den Schlafkojen hier. Aber wenn die Leute das so mögen... Alter? Hallo? Was? Hat die sich da gerade... Scheiße, habe ich nicht gesehen. Muss ich mir im Video nochmal angucken, ob die Alte das war. Ob die sich gerade... Hat die sich gerade die Rübe weggeballert? Mist. Sieht bald so aus, oder? Gestörte Tussi. Das war natürlich ein bisschen ärgerlich jetzt. Sowas hasse ich, wenn ich in Spielen irgendwelche Szenen verpasst habe. Oder wenn man das Gefühl hat, was verpasst zu haben. Ich meine, war jetzt nicht schlimm ist, aber ich hätte gern gesehen, wie sich die Rübe wegrotzt. So, hier, da wird sie gleich mal zermatscht für. Hussa! Platsch! Kann man das auch wegschieben? Nee. Hm, naja. Das dritte Stück! Die dritte Nafkarte! Wunderbar! Diesmal gibt es keine Fluchtmöglichkeiten mehr, mein Freund. Bis jetzt waren sie ja ganz einfallsreich, aber meine Kreation ist frei. Wiedergeboren in die tosende Hitze des Lebens. Jetzt wird es Zeit, dass sie sich einbringen. So, Ärmchen ab, noch eins. Ja komm, ist gut. Hab dich mal nicht so. Oh fuck, das ist so einer. Nein! Wieso kommen die denn schon wieder? Oh, ich dachte, ich habe das erledigt, Mensch. Oh, muss das sein? Erstmal hier zumachen. So, damit der erstmal weg ist. Hier schieben wir mal ein Stück zu. Puh. Ich will dieses Ding da. Scheiße. Alter. Ah. Scheiße! Was? Weg mit dir! Kann man hier dieses Ding da wegnehmen? Geht doch! Boah. Ich kann das nicht ziehen! Zieh! Bloß diesen Typen erstmal raushalten! Ich glaube, der kommt sowieso nicht. Ich glaube, der soll bloß Panik verbreiten. Aber man muss es ja nicht drauf ankommen lassen, ne? Das mit der Panik kriegt er ganz gut hin. Komm, zu hier. Zu hier. Ich will die Fresse von dem nicht sehen. Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Sogar an der Politik geflügelte Mutter. So. Puh. Na, das war ja mal eine Geschichte hier. Boah, was? Alter! Komm, einen Stasen hier. Nee, nicht in den Lagerraum. Das nehmen wir noch mit.
Orion hat gerade das Verschloss überbrückt. Ich versuche das rückgängig zu machen. Na toll! Sowas liebe ich ja. Alter, ich hasse dieses Biest. Warum muss das denn wiederkehren? Können wir die Sache nicht mal für erledigt erklären hier? Ich verstehe auch gerade. So. Erstmal Stase drauf auf den Kerl. Wo ist denn hier das andere Vieh? Da. So. Ach komm, Beine können wir doch abmachen, oder? So. Solange sich die Scheiße nicht direkt wieder dran zimmert. Doch, genau das macht er natürlich. So, das war's für dich. Noch mehr? Oh, natürlich. So. Oh, hi! Okay, ich hab das Schloss überbrückt. Verschwinde da! Ja, bin schon dabei. Das nehmen wir noch mit. Hi. Ja, ist gut. Wir können später spielen. Lass mich durch! Ich bin Arzt! Ausgezeichnet, Herr Barbeit, Mr. Clark. Wirklich ausgezeichnet. Und jetzt kommen Sie zu mir in den Bereich. Die Tür ist offen. Mach ich. Oh, hallo. Da kannst du jemand nicht erwarten. Okay, ist klar. Oh, da kommt er wieder. Du alter Bastard. Die Schweinehunde. Ich wollte noch mal kurz speichern gehen. Eieieiei. Nee, Leute. Das ist echt der Hammer hier. Mit Stase sieht's auch schlecht aus mittlerweile. Wie sieht's mit Medipacks aus? Geht noch. Uff. Oh, erstmal durchatmen. Oh, ich hasse dieses Vieh. Ich habe schon den letzten von der Sorte nicht leiden können. Na gut, ich möchte diesen Kerl endlich mal beseitigt sehen. Das wäre echt mal Zeit. Das wäre mal ein Dienst an der Menschheit. So, und es soll nach oben gehen. Gut, dann kommen wir wenigstens hier an einem Speicherpunkt und einem Shop vorbei. Sehr gut. So. Da können wir doch direkt mal schauen. Wir haben da bestimmt irgendwelchen Mist, den wir verkaufen können, oder? Natürlich den Halbleiter Rubin, da war ja was. Ansonsten mittlerweile Luftkanister. Pff, lassen wir mal da. Stasepack. Einen verkaufen wir, einen lassen wir da. Wir sehen ja schon derzeit nicht so gut aus. Plasma-Energie ist eigentlich okay. Haben wir noch. Wobei, ne, eigentlich sollte ich noch mal was kaufen, oder? So. Auf 40.000 gegangen. Ich könnte mir noch einen Knoten kaufen. Ach komm, ich kaufe mir noch zwei Knoten. Warum nicht? Wir haben das Geld. Die Scheiße muss raus. Kauf den Mist, solange er noch da ist. Okay, wo haben wir es denn? Unten? Energieknoten. 1, 2 und noch einen dritten hinterher. Und wenn Sie 3 kaufen, bekommen Sie den 4. nicht kostenlos dazu. So. Jetzt also darf ich, ja? Jetzt hat er die Tür aufgeschlossen. Das ist wunderbar. Hier drüben ist die Bank. Die nehmen wir nochmal mit. So. Ich glaube, am Rig können wir nicht mehr viel machen, oder? Ja, Luft. Gut, Luft ist... Ach, scheiß auf Luft. Luft braucht kein Mensch. Luft braucht der Mensch zum Atmen, okay. Aber hey, was soll's? Ansonsten Stasemodul. Lohnt sich alles nicht. Müsste ich 2 ausgeben, um an irgendwas ranzukommen. Das will ich nicht. Plasma-Cutter.
Nachladezeit, Tempo. Tempo vielleicht? Schaden kann ich eh nicht mehr ausbauen. Was ist denn das KRP? Kapazität. Ach, KAP soll das heißen. Okay, Kapazität. Naja, weil brauche ich eigentlich nicht, oder? Ich würde sagen, ich gehe nochmal hier rauf. Mach ich den anderen auch noch? Die Nachladegeschwindigkeit ist mir eigentlich Wurst, muss ich sagen. Die ist ja nicht so von Interesse jetzt, oder? Ich glaube, über die hier drüben bin ich bloß drüber gegangen, um an den Schaden ranzukommen. Nochmal hier ist Tempo. Ich guck mal, was ich sonst noch so... Wir gehen mal... Ja, hier, Impulsgewehr. Da habe ich noch gar nichts gemacht. Alter. Wenn wir den jetzt noch gekriegt hätten, das wäre natürlich spitze gewesen. Ich guck mal ganz kurz, ob ich vielleicht irgendwelchen kleinen Kram noch verkaufen kann. Wir waren noch bei 9000 oder so gewesen, ne? Das muss doch zu machen sein. So, lass mich laufen. Boah, was Quatsch, ich bin vorbeigegangen. Mal ein bisschen aufpassen hier, Mensch. So. Ehrlich gesagt fühlt sich's für mich so ein bisschen nach Endkampf an, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da noch ein bisschen was ist. So, Energie, Energiekanone. Sowas schleppe ich mit mir. Nein, sowas schleppe ich nicht mit mir rum. Das ist mein Inventar. Hab mich schon gewundert. So, da ist aber Luftkanister. Ach komm, scheiß drauf. Ich verkaufe den Luftkanister. Zack, weg. Und dann haben wir die 10.000 für den Knoten. Sind wir mal so frei. Und dann bauen wir nämlich unser Impulsgewehr noch so weit aus, dass es zumindest mal richtig Schaden macht. Was bisher ein bisschen gefehlt hat. Und dann haben wir unsere zwei Lieblingswaffen. So, was? Ach so, das war schlau, das war unglaublich schlau, ohne den Knoten zu kaufen, hier hochzugehen. Verzeihung, Leute. Ich scheine ein wenig verwirrt zu sein. Was ist denn das hier? Behaltet mal euren Mist. So. Ran an den Shop, das machen wir jetzt. Und hinab zum... Komm, ein bisschen schneller hier. Zum Knoten. Knoten, das ist hier. Knoten. Knoten, Energieknoten. Wunderbar. Haben wir noch 610 Credits. Wovon wir uns wahrscheinlich nicht mal mehr einen Schokoriegel kaufen könnten. Aber hey, ist egal. Brauchen wir auch nicht. Wir haben alles, was wir wollen. Wir haben endlich einen Knoten mehr, um jetzt noch aufs Impulsgewehr zu gehen. So, rein in den Schaden. Zweimal mehr Schaden, das ist gut, denke ich. Das wird in Ordnung sein, so. Ja. Und Dingens ist ja auch höher jetzt, die Kapazität. Ne, wir haben jetzt hier 75 Schuss. Genau, ist das nicht schön? Ist das nicht wunderbar? Und dann können wir direkt nochmal speichern. So, gehen wir hier drüber. Okay. Ich denke, damit wird sich dann Kapitel 10 zumindest dem Ende nähern. Und vielleicht wird sich dann ein klarer Weg offenbaren. Und einmal rein in die VIP-Lounge zu unserem Freund Dr. Mercer. Mal sehen, was er hier mit uns machen will. Bitte nicht gegen diesen scheiß Regenerationsficker kämpfen. Können wir ihm nicht einfach in den Rücken schießen? Oh, komm schon, das wäre so schön. Halbleitergold, willst du mich rollen? Jetzt bringt ihr mir einen Halbleitergold an. Jetzt! Jetzt, wo ich gerade... Jetzt! Wirklich, jetzt! Jetzt! Ich glaube, ich pfeife mal das Stase-Modul, Stase-Pack rein. So. Ist mir lieber, als wenn ich dann drin stehe und wieder hier der Regenerationsarsch kommt und dann... Ich wusste es. Ich liebe dich so sehr. Sie haben es geschafft. Gott sei Dank. Du! Sie haben es geschafft. Ich habe Ihren Fortschritt beobachtet. Ich weiß, dass Sie das Windschatten reparieren und von hier weg wollen. Aber eine Flucht ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Der Schockantrieb des Shuttles ist zerstört. Nein, 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 nein. Verzweifeln Sie nicht. Geben Sie nie die Hoffnung auf.
Zuerst habe auch ich die Hoffnung verloren. Hab versucht, das Schiff zu zerstören, die Systeme zu sabotieren. Aber Amelia, sie hat alles verändert. Die Kirche! Sie glauben, der Marker war göttlich, aber sie wissen nicht, was hier passiert ist, was entfesselt wurde. Sehen Sie genau hin. Was denn? Das ist es, was wir im Kern des Planeten gefunden haben. Mörser nennt es das kollektive Bewusstsein. Es ist die Quelle, die die Nekromaus telepathisch kontrolliert. Wir waren so dumm. Aber Emilia, sie wusste es. Sie wusste, dass es aufgehalten werden kann, indem der Marker auf den Planeten zurückgebracht wird. Der Marker dämmt es innerhalb des Planeten ein. Bringen Sie den Marker zurück und versiegeln Sie das kollektive Bewusstsein. Es tut mir so unendlich leid, Emilia. Ich trage einen Großteil der Verantwortung für diese Tragödie. Jetzt muss ich die Verantwortung übernehmen, es zu Ende zu bringen und für meine Sünden büßen. Aber Sie können mir helfen, wenn Sie das Shuttle reparieren und den Marker zurück an Bord bringen, können wir es beenden. Für alle Zeiten. Okay. Wie du meinst. Wieso kann ich dich denn nicht einfach mal besuchen kommen, Kollege, ha? Was ist denn daran so schwer? Ich möchte mal Nähe spüren. Ich möchte körperliche Nähe zu einem Menschen fühlen. Nur so einen kleinen Haken zwischendurch, so eine kleine Umarmung. Nur fürs Ego, hm? Nur um mich wieder aufzubauen, so eine kleine Umarmung. Muss so kurz über den Kopf streicheln oder so. Nein, wir müssen immer allein durch die Gegend ziehen. Darauf erstmal einen Schluck aus der Pulle. Ah, so. Ich muss meinen Kummer ersäufen. Was? Ach so. Ja, bis zum nächsten Mal, Kollege, wa? Falls es das geben wird.